20 Minutes Till Dawn. Wir spielen mit Abby. Ich habe Lust auf den magischen Bogen. Und da ich letztens den blöden Tempel hinter mich gebracht habe, nehmen wir heute mal das Kürbisfeld. Bisschen Abwechslung in den Maps, danach geht's wieder rein in den Wald. Weiß gar nicht mehr, ob wir hier irgendwelche anderen Special-Gegner haben oder was hier genau auf uns zukommt. Werden wir dann ja sehen. Gerade die Fernkämpfer weiß ich nicht mehr. Kürbisse wirken jetzt nicht gerade sehr gefährlich, aber die Map ist sehr schmal. Gerade bei meinem Spielstil denn vielleicht kritisch? Ich mag gerne viel Platz zu haben, um viel rumzulaufen. Wir nehmen tatsächlich erstmal einen Doppelschuss. Mehr Pfeile, die wir zurückfeuern können. Okay, das war knapp. Seelenherzen, nicht verkehrt. Ich weiß nicht mal, welche Bosse wir hier haben. Weiß ich tatsächlich gerade nicht. Welche könnten wir hier haben? Gerade der erste ist ja immer so der kritische Boss. Vielleicht kriegen wir diesmal mal ein bisschen schneller mal das Einfrieren, wollte ich gerade sagen. Einfrieren. Hier, Frostmage. Frostmagier. Keine Ahnung, wie das genau auf Englisch heißt, aber... Oh mein Gott. Stimmt, hier kommt so eine Geister rangecharged. Da war ja was. Wir werden häufiger nachladen. Fächerfeuern ist da ja nicht verkehrt. Weil die Pfeile kommen ja auch wieder. Ah, das ist nicht die beste Waffe hierfür. Wir jetzt schießen lieber einmal nach hinten, anstatt dass wir unseren Damage jetzt gerade reduzieren. Einfrieren bräuchten wir, ja, ganz dringend. Okay, ich nehme auch erstmal ein paar Damage-Ups, aber einfrieren wird trotzdem super. Aber keine Ahnung, ob wir es so schnell kriegen, wie ich es gerne hätte. Oh, das war knapp. Oh Gott. Zu viele Geister. Nachdem du deine Kugel geschossen hast, zerschmetterst du nahe Gegner für 20 Schaden. Das ist nicht viel. Erhöhe deine Max-MP für jeden Fall Gegner. Nimm wir zerschmettern. Macht echt nicht viel Schaden, das zerschmettern. Und wir haben echt nicht viel Ausweichmöglichkeiten, nicht viel Platz auf der Map. Gott sei Dank sind die Kürbisse relativ langsam. Aber Bosse machen mir Sorgen. Feuerrate. Das ist gut. Jetzt noch Nachladegeschwindigkeit hoch. Ich weiß schon genau, welchen Bogen ich nehmen möchte. Das kann ich schon mal vorab sagen. Und zwar den Bogen. Darauf habe ich Lust. Den habe ich tatsächlich auch im Tempel einmal gehabt und der war ziemlich gut, aber ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Schnelle Hände, wunderbar, da ist das Nachladen. Ja, aber der hat echt Laune gemacht. Und ich habe rausgefunden, dass die Bomben mir keinen Schaden machen können. Meine eigenen Bomben machen mir keinen Schaden, also der Noob-Tube ist, also der Granatwerfer ist vergleichsweise schlecht. Aber hey, der Bombenbogen ist bei weitem besser dadurch. Aber jetzt langsam mal den Frostmagier... Wäre ein Segen. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und Nachladegeschwindigkeit um 35 für 2 Sekunden nach dem Nachladen, okay? Alle Gegner in Sichtweite kriegen Damage. Why not? Können wir die Sichtweite eigentlich ein bisschen erhöhen. Und da ist der Frostmagier, endlich.
Und ich habe Abby genommen, weil... dass wir dann später einfach die Bomben sozusagen in alle Richtungen machen können. Jetzt können wir auch Gewehrfeuer denn nehmen. Gewehrfeuer brauchen wir auch, damit ich möglichst viele Bomben raushauen kann. Waffenbeherrschung wäre auf jeden Fall auch noch nicht schlecht. Muss ich gleich mal gucken, welche Sachen wir dafür brauchen. Welche Synergien. Welche Sachen für die Synergy. Ah, wir können die Geister einfach so outmanövern. Gut. Ich will auf die Sense eigentlich verzichten, deswegen müssen wir es splittern. Aktuell würde ich auf jeden Fall darauf verzichten wollen. Was passiert eigentlich mit Gegnern, die wir außerhalb der Map killen? Was passiert mit der XP? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Wenn der einfach gone ist, ist das schlecht. Postbollen wären jetzt nochmal gut, damit wir den Boss auch easier bekommen. Die wundervollen Frostbeulen. Erhöhte Feuerrate und einen Schuss mehr. So, welcher wird unser erster Boss sein? Ohne Frostbeulen wird es eine Weile dauern, bis der down geht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir haben keinen hohen Damage. Ach, der Boss hier. Okay, hier haben wir den Standardboss. Okay. Aber auf dieser kleineren Map mache ich mir eigentlich ein bisschen mehr Sorgen um den. Und da sind die Frostbeulen. Und da haben wir ihn. Maximale Lebenspunkte plus 1 wird... okay. Keine Ahnung. Ich glaube, abprallende Kugeln. Bewegungsgeschwindigkeit. Wir nehmen einfach den Foliant der Macht. Also bis jetzt ist diese Map hier auf jeden Fall auch einfacher und chilliger als die erste. Als der Tempel, meine ich. Ich weiß nicht, warum der Tempel so grausam sein muss. Ah, hier haben wir andere Augen als Fernkämpfer, okay. Sichtweite plus 15, wunderbar. Das erhöht ja auch, glaube ich, den Bereich, wo wir Schaden verursachen. Ausweichen. Oh mein Gott. Immer noch kein Damage. Wunderbar. Sichtweite plus 25. Der Schaden von Glanz wird nun... Wunderbar. Schön weiter Glanz mit Boosten. Das nutzen wir so gut wie gar nicht. Jetzt haben wir schon mal angefangen. 25 ist kein schlechter Schaden, ehrlich gesagt. 25 ist super. Es wird auch gleich irrelevant sein, wenn wir Level 20 erreicht haben. Sagt er jetzt so, als ob die Gegner da nicht mal an ihn rankommen. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Bewaffnet und bereit, das wollten wir auch haben. Ich würde ja gerne auf Waffenbeherrschung gehen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall auch bewaffnet und bereit. Na gut, aber diese Fernkämpfer sind nicht so nervig wie die aus dem Tempel mit dem Verfolgungs... Okay, die verfolgen mich auch, aber nicht... Aber die sind nicht so nervig. So viel entspannter. Ey, das Kürbisfeld ist so viel geiler. Gummischüsse. Wir reduzieren unseren Damage. Holen uns dafür aber mehr Pfeile, die später zu Bomben werden. Wir kriegen die jetzt nicht mehr so schnell down. Das sehe ich schon, die Augen. Aber dafür haben wir gleich mehr Bomben. Und die Bomben sind das, was uns gleich richtig geil hier alles leer machen wird.
Wenn das so klappt, wie ich will. Waffenbeherrschung wird uns eh nochmal einen Damage Boost geben. Ich muss nur noch gleich mal vielleicht in die Synergy gucken, was wir dafür brauchen. Ich würde tatsächlich... Ach, nehmen wir erstmal mehr Seelenherzen, dann sind wir gedeckt. Ein paar mehr Seelenherzen ist nicht verkehrt. Aeromagie wäre vielleicht auch geil. Ich mag die mittlerweile sehr gerne wieder. Okay, weißt du was? Du gehst mir auf die Nerven, weil du noch lebst. Und wir nehmen Bombenpfeile. Magischer Bogen, Pfeile kehren nicht mehr zu dir zurück. Stattdessen explodieren sie beim Nachladen und verursachen das Dreifache des Geschossschadens. Und jetzt. Bam! Und wie gesagt, die Explosion. Wir können drinstehen. Die macht uns nichts. Die Explosion ist für uns irrelevant. Wenn wir jetzt noch das schnellere. Das ist sogar schon das schnellere im Laden hier. Das ist so geil. Tötungsmagazin erhöht deine Nachlade. Getötete Gegner. Okay, das nehmen wir einfach mal mit. Aber wie gesagt, ich liebe den Bombenbogen. Ich meine, kein Schaden. Würde man jetzt seinen Damage nicht so dermaßen drastisch reduzieren, würden wir auch heftig viel Damage machen. Aber ja. So, heilige Macht. Zerschmettert. Ah, zerschmettern, nee. Gummigeschosse. Die normalen Pfeile dürfen ruhig ein bisschen abprallen. Why not? Und das können wir dann so die ganze Zeit machen. Beim nächsten Boss würde ich zwar ein bisschen aufpassen, aber hey, zerschmettern, das ist vielleicht auch nochmal nicht schlecht, falls wir viel mit Einfrieren später doch noch arbeiten. Wenn nicht immer alles direkt mit unseren Bomben erledigen. Aber ich mache gerade einfach nur direkt im Auslauf, laufe hier ein bisschen rum, weiche den Gegnern aus, die nicht von unseren coolen Bomben vernichtet werden. Bomben sind awesome. Ach, die armen Kürbisse, die wissen gar nicht, was ihnen geschieht. Und weil ich hier nichts von will, nämlich der Aeromagie, weil ich auch das Auge des Sturms möchte. Das finde ich halt so geil. Das ist hier mit einer richtig geile Kombi, das Auge des Sturms. Einfach so die möglichst vielen AOE-Angriffe. Eine schöne Fläche decken. Nicht so Target-lastig, sondern eher AOE-lastig. Alles, was im Kreis um mich herum ist. Ach, jetzt kommen die Hexen. Genau, sind irgendwelche etwas schnelleren Nahkämpfer, right? Die mich angreifen, genau. Aber sie kommen rein in meinen Sichtkreis, kriegen Damage. Aber wenn wir jetzt noch das Auge des Sturms kriegen, haben wir sogar noch eine Sache, die uns deckt im Nahbereich. Notfalls können wir auch nochmal auf die Lente gehen. So ist es nicht. Erhöhe deine Max-LP um 1 für jeden verfolgten, zerschmetterten Gegner. Ja, komm, nehmen wir einfach mit. Au. Da haben wir tatsächlich Schaden bekommen. Ja, die sind ein bisschen schneller. Hier sollten wir vielleicht wirklich gezielt wieder auf die schießen. Ich meine, das friert sie ein. Die bleiben dann kurz stehen. Die Bomben übernehmen dann einiges. Aber wir kriegen kaum Erfahrung, weil hier jetzt nicht mehr so viel zum Einsammeln ist. Ja, aber wie man sieht, sie bleiben kurz stehen. Und müssen nicht mit den Bomben anlegen. Und da kommt wieder ein bisschen mehr. Na, können wir. Dass die Fernsachen mich jetzt getroffen haben, finde ich jetzt unschön. Aber hey. Da kommt Zwischenboss. Elite-Gegner, eher gesagt. Die Augen sind trotzdem ein Problem. Also, die sind halt sehr anstrengend. Schießen wir wieder mal
Auto-Aiming-mäßig, anstatt uns nur zu drehen. Wir haben jetzt schon mehr Damage bekommen, als wir sollten. Der Schaden von Glanz wird verdoppelt. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Verdoppelt Abbys Feuer. Oh. Okay, jetzt haben wir sehr viel Schaden bekommen. Okay, alle Soul Hearts sind weg. Weil die... Und nur wegen den Fernkämpfern. Ich hasse Fernkämpfer in dem Spiel. Gerade die Homing-Shot-Fernkämpfer. Jetzt weiß ich, was ich doch hier wieder nicht so mochte. Die Fernkämpfer sind auch... Aber hier sind wenigstens keine blöden Säulen, die mich momentan blockieren. Oh mein Gott, da kommen ja echt viele auf einmal. Erhalte ein Seelenherz. Wenn du ein Seelenherz verlierst, verlieren Feinde auch 80% ihrer Maximal-HP. Komm, Blitze. Alles, was so ein bisschen random Damage verteilt, ist jetzt gerade nützlich. Das Weitere, ein Seelenherz nochmal zu bekommen, wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber... Oh, das war kritisch. Wir laden aber relativ gut nach, also können wir uns auch so ein bisschen challengen gegen die. Eile, das brauchen wir, glaube ich. Machen wir das einfach. Okay, wir sollten uns auch lieber drehen. Um möglichst viel abzudecken. Sieht doch aus wie die beste Option. Na, ich mache mir doch Sorgen, ob wir diesen Run doch noch gewinnen können. Er sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie... Wir sind auch nicht so stark, wie ich es mir erhoffe. Sollte... Ah, endlich Auge des Sturms. Aber wir kriegen auch, glaube ich, die Geschoss-Damage-Upgrades nicht, die ich brauche für das Waffen-Upgrade. Also Waffenbeherrschung. Da haben wir... Ne, wir haben die Damage-Upgrades noch gar nicht bekommen. Sieht man die seltener? Gab es ein Update, dass die ein bisschen seltener sind? Glaube ich nicht. Einfach nur schlechtes Luck. Ah, großer Schuss. Davon rede ich doch. So, der nächste Boss kommt dann auch gleich. Halbe Minute noch. Level Up ist nicht mehr drin, glaube ich. Doch? Ja doch, Level Up ist noch drin, wenn das so weitergeht hier. Aber hier liegt sogar noch richtig schön was an saftiger Erfahrung. Oh mein Gott, ich bin einem eingefrorenen Häxchen stecken geblieben. Oh, da ist die Waffenbeherrschung sogar, von der man gerade geredet hat. 30 Schaden, mehr Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit hoch. Ach. Na dann, gebt mir den Boss. Welcher ist es hier auf diesem Innengebiet? Oh mein Gott! Ganz vergessen, welcher Boss das ist. Hat auch Homing Shot und ganz viele Geister um dich herum. Aber gut, dass die Map, glaube ich, unendlich lang in beide Richtungen geht. In die Länge. Deswegen können wir... ausweichen. Ich habe Schaden bekommen, aber egal. Nope. Nope. Wollen wir gar nichts von. Okay. Jetzt nur noch bis zum Ende überleben. Wie wir sehen bei Abbys Fähigkeit, es wird nicht perfekt in alle Richtungen aufgeteilt. Ah, da oben, das will ich mitnehmen. Sicher ist sicher.
Der Bombenbogen. Ich liebe ihn. Er ist super, oder? Würde ich auch sagen. Ganz viele Kirbys, ein paar Geisterle, keine Hexen momentan. Oh ja, stimmt, noch ein Elite-Gegner. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Sturmschaden einfach erhöhen, why not? Okay, dann sollten wir jetzt vielleicht nochmal kurz hier alles einsammeln. Den haben wir auch down. Wir sammeln aber nochmal Erfahrung zuerst ein. Nichts, was ich jetzt so geil finde. Hier kriegen wir noch einen Damage Boost raus. 15% Damage Boost ist 15% Damage Boost. Projektile plus 2 Feuerrate. Limit. Ich meine, Feuerrate spielt jetzt auch keine große Rolle mehr. Wir benutzen die Fernkampf-Abilities. Sollte auf meine Leben dennoch aufpassen, wir können trotzdem noch sterben. Hier nichts Interessantes, dann nehmen wir einfach den Elektrokäfer. Kann ich nicht recht im Osten gedrückt halten? Ne, ich muss es scannen. Okay, wir machen jetzt doch einen sehr guten Kreis momentan. Ich würde sagen, der Run ist easy gewonnen. Ich sammle die Erfahrung trotzdem nochmal kurz ein. Ja, ein bisschen Munition auffüllen, why not? So, stellen wir uns einfach hier hin. Wollen wir jetzt wirklich 2 Minuten so warten? Ich trinke währenddessen was. Ich trinke was. Prost! Ah, ich bin Tee. Dann am Abend bei der Aufnahme Tee trinken und Eile Bewegungsgeschwindigkeit, weil Bewegungsgeschwindigkeit ja unseren Sturmschaden erhöht. Nehmen wir die Eile auf jeden Fall mit. Und da ist auch unser Damage Upgrade nochmal. Es kommen sogar wieder Fernkämpfer dazu. Mal sehen, wie gut die jetzt sich gegen uns hier behaupten können. Ich höre sie zwar. Ne, ich sehe sie. Ich höre unsere Munition sich wieder auffüllen. Ich sehe sie sogar, die Fernkämpfer, aber ich glaube, die kommen nicht ran zum Schießen. Die Hexen kommen, die Geister kommen, Kürbisse kommen. Na gut, Kürbisse nicht mehr. Hexen und Augen nur noch. Kommen aber nicht ran. Kommt ja auch noch ein Endgegner auf dieser Map? Im Tempel war ja keiner. Nur bis jetzt auf der Waldmap. Kommt hier noch einer vielleicht? Wollen wir nochmal eine. Ja, wir sammeln nochmal hier kurz eine Ladung Level Ups. Nachladegeschwindigkeit. Puh. Ja. Keine Muni zu verbrauchen, wenn wir stehen. Wir stehen ja gleich wirklich primär still. Könnte lustig werden hier mit Abby. Mehr Blitze. Bla bla bla. Haben wir einmal Schaden genommen. Oh ja, jetzt hauen wir aber Bomben raus. Wir müssen aufpassen, die explodieren ja nur, wenn wir auch nachladen. Das heißt, wenn wir es jetzt hier übertreiben, kann es sein, dass unsere Bomben niemals explodieren. Aber wenn sie explodieren, das ist dann wirklich ein geschlossener Kreis jetzt. Ah, herrlich. So, noch 25 Sekunden. Ich würde sagen, das ist jetzt eine easy victory. Kann man sagen, was man will. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Liegt sogar noch saftig viel XP rum. Oh, da oben ist sogar eine durchgekommen, aber die war trotzdem eingefroren und hatte keine Chance. Okay, Endgegner. Doch nicht.
Doch nicht, wir haben es geschafft. Easy. Bis zum nächsten Mal, euer Remske.